Hey Leute, willkommen heute zu einem neuen Video. Und zwar möchte ich ein bisschen mehr schneiden in meinen neuen Videos, denn in den letzten Videos hatte ich immer nur Gameplays hochgeladen von Twitch, waren zwar sehr nice Gameplays so, also zum Anschauen waren es nice Gameplays, aber war halt kein Schnitt und kein Commentary richtig drin, weil es halt ein Livestream-Ausschnitt war. Und das möchte ich jetzt ein bisschen ändern, weil ich weiß, ein paar Leute mögen es mehr geschnittene Videos zu machen. Ich will nichts Übertriebenes oder so schneiden oder irgendwie auf übertrieben krampfhaft lustig, sondern einfach mehr Mühe in meinen Videos geben. Und wenn euch das alles gefällt, könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen. Schreibt mir am besten Feedback in den Kommentaren. Und schaut gerne noch auf Twitch vorbei, da streame ich fast täglich Paladins oder auch manchmal andere Games. Wenn es andere Games sind, werden die halt nicht gleichzeitig auf YouTube ausgestrahlt. Das heißt, ich streame ja immer gleichzeitig auf YouTube und Twitch. Und auf Twitch könnt ihr halt mehr von mir sehen. Auf jeden Fall gerne Benachrichtigungen da aktivieren, sonst bringt es halt wenig auf Twitch. Sonst kriegt man die Benachrichtigung nicht wie auf YouTube oder so. Und ja, da könnt ihr halt auch anderes von mir sehen oder halt mehr Paladins, weil manchmal streame ich auch Paladins auf Twitch und dann halt gar nicht auf YouTube. Und ich würde sagen, dann... So, wir queuen natürlich casual und mal gucken, wen wir so kriegen, was wir spielen. So, ich gehe einfach mal Ayo, weil ich würde sagen, ich könnte jetzt jeden Champion spielen, aber wir gucken mal, was wir mit ihr so bringen können. Ich habe sie halt wenig gespielt, man sieht, ich habe sie nur auf Level 6. Ich glaube, ich habe sie sogar ein Level gekauft oder zwei Level. Ich weiß nicht, ob ich es gekauft habe oder ob es legit so ist. Ja, einer switchen auf Tank auf Ehre. Oh, ah, okay. Barracks auch gut, Barracks auch gut, da bin ich zufrieden. So, wie gesagt, wir gehen auf Luna Heal, weil das ist das Einzige, was wirklich viable ist zu spielen. Das Damage Reduce ist halt nicht so gut, da wir diese extra Heals brauchen. Und ja, ich habe Ayu halt in letzter Zeit nicht oft gespielt. Man sieht ja, ich bin nur Level 6 und das war's auch. Würde aber sagen, dass er eigentlich ein okayer Healer ist. Es ist halt, ich hatte halt nicht viel von ihr gehalten. Sie ist ein cooler Champ so, aber leider nicht stark genug. Und ja, was die Heals angehen, Damage-technisch natürlich nice, schön aggressiver Healer, aber das war's halt auch wieder. Und gute Leute können auch einfach mit Bulldozer den Fuchs kaputt machen. Natürlich müsste man den Fuchs dann irgendwie so placen, dass man ihn nicht zerstören kann. Und das werden wir hier versuchen. Das ist auf der Map, weiß ich nicht, ob das so gut geht. Ist eine ziemlich offene Map auf der Mitte. Wir gucken mal, ob wir da irgendwie links mit was rausholen können. Ja, ansonsten ist halt eher auf Jaguar-Fälle, würde ich sagen, ein guter Heal. Wenn überhaupt, wenn man Ayo schon pickt, würde ich sagen. Wir tun jetzt einfach mal auf den Punkt, um den Barrick ein bisschen zu unterstützen. Leider ist unsere Backline wieder am oh Gott. So. Die holen wir zu uns. So, hier noch ein Heal für dich, Barrick. Oh Gott, okay, perfekt. Unser Team hält das. Die haben drei Healer. Also müssen wir gut gegenhalten. Zwar nicht alle auf Heal gegangen, aber nicht unbedingt alle. Jetzt haben wir den schönen Stun hier rausgeholt. Geht's echt ab. Hä, wen heal ich denn? Kann ich meinen Fuchs gerade irgendwie... Was geht hier ab? Holy shit! Was ging denn jetzt ab? Was war das für ein Mega-Lag? Hallo? Moment mal, was ist denn hier los? Okay, ihr habt es gerade gesehen. Ich weiß echt nicht, was hier gerade abging. Aber scheint wohl wieder alles zu laufen. Ich dachte, hä, hat jemand die Lobby gedrop-hackt? Oder ist es auch wirklich ein Drop-Hack noch? Ich weiß es gar nicht. Uns hat nicht geklappt. Whatever, keine Ahnung. Oder ich habe gerade geleckt, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass man dann so leckt. Das ist halt irgendwie komisch. So, schön die extra Heals. Sehr schön, Maeve. Das ist einfach mal eine First-Try-Aufnahme. Mal gucken, wie die Runde wird, auch wenn wir die verlieren. Werde ich so hochladen. Einfach halt, ja, weil immer Win-Runden sind ja auch lame. Aber es soll natürlich auch irgendwie eine gute Runde sein. Also jetzt eine 0-4-Runde würde ich jetzt nicht hochladen natürlich. Aber pass mal auf, Barrick. Okay, sie ultet. Sie ultet meinen Fuchs. Den ich hier wieder zurückhole. Okay. Sieht gut aus, sieht gut aus. Sehe halt nichts. Oh nein, als ob. Wir sind da hängen geblieben. Okay, schade. War aber ein nicer Try.
Wir bleiben mal bei unserem Fuchs. Das kriegen wir noch hin. Oh no. So, Fuchs leider down, aber das Enemy Team auch. So, hier können wir den Fuchs an die Seite hin tun und der kann uns ein bisschen healen. So, das Wichtigste ist, dass wir halt nicht sterben. Zack! Frisst den Stun. Oh Gott. Wurde aber wieder geheilt. Jetzt haben wir ein Problem. Wir sollten eigentlich am besten auf den Punkt gehen, weil wir im Kampf. Die haben nämlich Kamek-Mechanik. Nicht wir. Scheinen aber überhaupt keine Chance zu haben, das Gegnerteam. 3-0. Okay, wir haben auch einen Point-Tank und so weiter. Komm her. So, sehr nice. Unser Fuchs wieder weniger. Also ich feiere das irgendwie. Mit dieser Unterstützung. Das ist ein nices Ding mit dem Pet. So. Machen wir einfach mal hier noch. Oh Gott, nicht getroffen. Die Ults sind ein bisschen tricky für mich. Aber sollen wir trotzdem haben. So. Sehr gut, GG. Ja, war eine ziemlich schnelle Runde, deswegen werden wir natürlich eine hinten dran machen, höchstwahrscheinlich. Ja, 42k hier ist halt eine 10-Minuten-Runde gewesen. Aber man kann sehen, holy shit, es gab gar nicht viel zu healen, ne? Es gab wirklich nicht viel zu healen. Ja, wir haben sogar fast so viel Damage gehabt, wie wir Heals gemacht haben. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich ein bisschen zu oft auf rechts, aufs Linksklick gefokust. Aber scheiße, es ist eine 10-Minuten-Runde. Solo-Tank, das geht eigentlich noch klar. Hätten wir Double-Tank gehabt, könnten wir mehr Heals farmen, aber ging fit, haben ja 4-0 gewonnen. Vielleicht hat unser Team auch einfach gar nicht so viel Damage bekommen. Man sieht ja, die Damage-Zahlen sind halt nicht wirklich hoch, außer die von der Eevee. Ein bisschen und ja, ansonsten ist da gar nicht viel. So, wir kriegen eine sehr gute Map. Nein, oh, Ceres, warum machst du das? Warum machst du das, Ceres? Wieso? Ja, gut. Damit ist der Draft natürlich auch ein bisschen verkackt, haben aber wenigstens einen Tank in der Runde. Nicht so viel Glück wie in der letzten Runde, dass wir einen Barrick haben. Mal gucken, wie das jetzt alles so läuft. So, okay. Setzling, Legi, Aegis. Sachen, die ich nicht so gerne sehe, aber auch eine Damaging im Gegnerteam. An sich haben sie einen sehr starken Draft, vor allem mit Torwald wird sehr nervig sein. Ich denke, dass das halt auch ziemlich eintönig wird. Oh mein Gott, die Items. Gut, dann bin ich als Seeder der Einzige, der Cauterize kauft. Vielleicht brauchen wir es auch gar nicht so viel gegen die Ying, aber irgendwie doch schon. Also immer das Problem, Casual entweder, also in meinem Team kriege ich nie wirklich Tryharder, aber nur im Gegnerteam. Deswegen spiele ich auch so ungerne Casual. Ja, ich hoffe, dass hier keiner jetzt einfach von der Rip, vielleicht kriegen wir irgendwie bessere Point Control durch die Heals. Erste Kill schon mal an Inara, sehr nice. Inara in Casual sieht man auch sehr selten. Und ja, RIP. Na, da hat das geblockt. Da hat das geblockt, der kleine Hund. So. Ich hätte den Fuchs bei mir placen sollen. Oh Gott. So, das ist eine gute Map für Luna. Also für Ayo und Luna natürlich. Keine gute Map für Luna ist, dann ist auch keine gute Map für Ayo. Ist klar. So, ersten Punkt haben wir schon mal. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Oh Gott. Nein. Darf nicht sterben. Aber unser Tank auch nicht. So, okay, wir haben noch schön Ceres hier mit dabei. Auch nicht schlecht. Point Tank Nando ist da. Aber mal, no joke, ich bin halt echt gespannt, wie das sein wird, aber ich denke nicht, dass es irgendwie viel an Nando ändern wird. Dass Nando halt jetzt sein Schild öfter auspacken kann. Ich denke halt immer noch, dass da einige Buffs notwendig werden. Weil Barrick könnte auch mit einer Legendary sein Schild ganz oft auspacken. Und mit Deck zusammen noch. Auch ungefähr auf 7 Sekunden, soweit ich weiß. Und von daher sollte das hier nichts wirklich starkes werden. Leider ist unser Fuchs jetzt gestorben. Oh Gott, wie viele Leute sind hier. Okay, da sind wir down. Aber ihn haben wir auch nicht geholt. Ach, come on. Kann ich zurückporten währenddessen? Okay, das wusste ich nicht. So, Ceres hat hier ein bisschen übernommen. Sterben leider alle ein bisschen staggert.
Aber wir können vielleicht zwei Leute holen. Natürlich können wir es nicht. Ja, und Torwald rumsteht. Ach, hier ist auch noch wer. Okay, interessant. So. Auch mit der Mauer. Wir müssen aufpassen, der Damage Boost ist enorm. Ist auch Gott sei Dank im nächsten Patch weg. Dann kann man auch in Casual nicht mehr so krank tryharden. Das ist eine nice Änderung. Das ist eigentlich eine super Map für Ayo hier. Danke, Ceres. Sehr lieb von dir. So, jetzt haben wir die Mates. Oh Gott, hinter uns ist Inara. Muss das Guy irgendwie helfen, aber auch dem Nando. Ist ein bisschen confusing hier, was ich machen soll. Ja, wenigstens wohl noch hier Ults geused. Aber viel können wir auch nicht machen. Okay, jetzt werden wir sterben. Ich habe ihm noch meinen, den meisten Heal noch gegeben. Ey, das sieht doch geil aus. Das ist nicht schlecht, einfach 4 Sprays an der Wand. Sieht gut aus. So, wir holen noch einen Wrecker. Mal gucken, ob wir die Runde vielleicht für uns gewinnen können. Sah eben gar nicht so schlecht aus, aber ich denke mal, die werden aus den Fehlern lernen, die sie gemacht haben. Und zwar, dass sie halt nicht auf den Punkt gegangen sind. Wir stacken halt komplett auf den Point. Oh Gott. Oh Gott, da werden wir. Ja, jetzt werden wir sterben. Ah, Gott. Ja, die Ult muss ich echt noch lernen. Das geht gar nicht, die Ult bei mir. Oh, der Sinn. Der holt alle weg. Ist auch richtig schwer gegen Sinn und dann Torwald noch dazu. Ach, toll, eine Kette ist halt auch interessant, eine interessante Sache. Ich will den Touch noch holen. Oh Gott, ich will nicht sterben. Danke, Ceres. Sehr nett von dir. Oh Gott. Nein. Geh auf den Punkt. Ah, sehr gut. Sky leider wieder down. Ich sollte nicht so oft alleine gehen. So. Inara ist doch down. Oh Gott. Oh nein, es ist unser Fuchs down. Oh Gott, das wird hart. Es sind schon wieder noch zwei Ults. Come on, Ceres. Hat sie die Ult immer noch nicht geused? Das ist nicht gut gewesen. Die wollten ja eine Combo-Ult machen, aber das müssten sie früher machen. Das bringt nichts, die Ult aufzuheben. Und erst dann zu zünden, wenn der Punkt schon gekappt ist. Das hatten wir eigentlich gut im Griff, aber leider sind dann alle einzeln gefallen. Aber die Chance ist noch da, würde ich sagen. Wir haben irgendwie eine viel bessere Point Control, obwohl die eine Inara haben. Die geht irgendwie nie auf den Punkt. Die hat keinen Bock. Oh Mann. Ich habe so ein Pech mit den Ults, ne? Ich überschätze das immer, wie schnell das eigentlich ist. Das Projekt hier ist nämlich richtig langsam. Es ist zwar richtig fett, aber ich überschätze das immer. Weiß nicht, man müsste irgendwie mal so eine Anzeige bekommen, wo man den Fuchs. Obwohl, kriegt man die sogar? Oh Gott. So, jetzt halten wir eigentlich ganz gut die Stellung hier. Das ist halt echt ein Multitasking-Ding hier. Man muss ja schießen ein bisschen. Also gut, aimen. Oh nein, Nando. Das war dumm. Da, das war nicht so gut von ihm. Jetzt werden wir nämlich hier einen zerfallen oder auch nicht. Der Double Setzling Kill, sehr nice. Ah, der Nando macht immer einen guten Job. Hat einen guten Job bis jetzt gemacht. Da verzeihen wir ihm mal hier den kleinen Overextend. So. Ne, wir gehen wieder auf den Punkt, würde ich sagen. Das ging eigentlich ganz gut klar, wie sie sowohl
Aber da ist das Problem, dass keiner mit uns auf den Punkt geht. Na, jetzt geht er Nando. Sehr gut. Oh, Sky wieder down. Ceres auch. Oh Gott. Ah, okay. Da müssen wir uns aufkopieren. Am besten geht der Nando jetzt sterben. Genau. Ich hoffe, da kommen wir noch irgendwie drauf. Das wäre natürlich nice. Wrecker 3 ist auch schon mal da. Aber wir werden hier halt hart gepusht. Ah, das wird nichts. Das wird nichts. Da müssen wir leider auf die nächste Runde warten. Holy shit. Ach, come on, die Nara, die ist immer am Flanken. Ah, es ist eine komische Runde, ich weiß nicht, hier wird auch Nando kauft auch Wrecker und so ein Zeug. Niemals als Nando Wrecker kaufen, das lohnt sich wirklich überhaupt nicht. Sehr schwer, das diese Runde zu gewinnen. Sehr, sehr schwer. Eieiei. Ja, man kennt's, ne? Wenn man selber versagt, immer Need Healing Spam. Kommt denn der Typ her? Okay, es wird, glaube ich, nicht gut für uns ausgehen. Oh Gott, halten wir das oder wie? Okay, not bad. Sehr gut, Willow. Noch ein paar Kills weggeholt. Ich weiß nicht, wenn die Willow auf Damage spielen würde, also auf Left Click, die einzig Blastflower heißt sie, glaube ich. Dann würden wir das so, würden wir das, glaube ich, viel besser hinbekommen hier. So. Oh nein. Oh, sehr gut, Sky. Du alte Maschine. Komm, die kriegen wir jetzt down. Sehr gut. Haben wir? Sieht gut aus, sieht gut aus. Yes! Haben's. Haben zwei Leute rausgeholt. Oh Gott. Einmal eine gute Ult. Double Kill. Sehr nice. Sehr geile Runde. Jetzt nur noch der Sinn. Komm, Leute, das kriegen wir hin. Hallo. Oh Gott. Als ob er mich ja noch ulten konnte. Sehr nices Game. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das gewinnen gegen Torwald auch noch. Der hätte uns ja eigentlich voll abfrühstücken müssen. Aber Double Heal könnte auch manchmal stark sein. Aber ich würde sagen, wir haben echt viel gemacht. Ich bin gespannt auf die Stats. Level 8 sind wir. 112k Heals. Geht klar dafür, dass wir überhaupt kein... ging eigentlich fit die Runde, würde ich sagen. Wir haben viel gemacht. Wir haben eine gute Ult am Ende rausgehauen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, das Video, lasst ihm doch gerne ein Like da. Schreibt mir gerne einen Kommentar, wenn ihr mal mitmachen wollt in dem Video. Das heißt, in der Gruppe spielen wollt und ihr wollt vielleicht Tank spielen und so weiter, um mir ein bisschen auszuhelfen in Casual, weil oft picken Leute keinen Tank oder so. Und ich würde gerne einen normalen Draft haben. Schreibt mich gerne auf Discord an. Discord-Server ist unten in der Videobeschreibung. Ansonsten folgt mir noch gerne auf Twitter. Da mache ich oft Giveaways für Paladins-Skins, wenn ich da mal welche kriege. Und ja, schaut auf jeden Fall gerne vorbei, da tweete ich auch manchmal was von mir in Zukunft. Mal sehen, ansonsten würde ich sagen, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Ciao.